Moin und herzlich willkommen zur 175. Folge von U-Boat. Wir sind in der letzten Folge auf einen wunderschönen Konvoi getroffen, haben einen Flugzeugträger dem Erdboden gleich gemacht, wurden aber zum Ende der Folge leider noch von jemandem angepinkt. Horsty hat noch eben einen schwarzen Sonnentäuschkörper rausgeworfen, der liegt hier. Wir machen uns mit Fullspeed zurück. Versuchen den hier anzupeulen. Torpedokurs berechnen. Ja, die werden aber so langsam beidrehen, ne? Wenn wir jetzt nach dahin wollen, dann müssen wir. Jawohl. Ja, genau. Immer entgegensetzen, ne? Ja. So, Ruder neu gerad. Zu Befehl. Rohr 5. Bewässern. Theoretisch würden wir den sogar kriegen. Der ist aus 600 Meter entfernt. Rohr 5 bewässert. Wir machen mit Magnetzünder 1 Meter. 25 Grad, 24, 1 Grad und sind bei 76. Komm, raus damit. 40 Sekunden bis Torpedo. Dann lebt nur einmal. 30 Sekunden. Der Länge müsste das eventuell klappen. Wenn sie jetzt nicht gerade bremsen. 20 Sekunden. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht wunderbar aus. Ich drehe aus Versehen die Kamera. Und es macht Kabutz. Kabutz! Ja. Ein richtig schönes Kabutz hier. Sie brennen. Lichterloh. Das war's für euch. Ihr habt euren letzten Fisch gegessen. Euren letzten Seeigel diskriminiert. Ja, ihr könnt die Fahrt nun einstellen und uns vom Bord machen. Mal schön mit euch. Auf Wiedersehen. Ah, Rune hat Steuerbord. Steuerbord ist hier. Wir wollen dann da. Das soll klappen. Wir fahren immer noch mit äußerster Geschwindigkeit zurück. Unter Wasser. Da dreht sich so langsam das U-Boot. Ruder 0 Grad, Leute. Jawohl. Irgendwelche Flugzeuge sind hier unterwegs. Irgendwo. Irgendwann. Irgendwie. Hier haben wir noch einen schönen Frachter mit 5816 Bruttoregistern. Die O. Henry, 1C3 Frachter, versucht zu entkommen. Wir peilen das gute Schiff hier mal an. Der Liberty Frachter. Und hier drüben ist, glaube ich, noch einer. Die Angst und Bange wieder. Auch ein Liberty Frachter. Vorname ein T1, ein T5, ein T5 und ein T1. Was sagt unser schlaues Buch? 7,2 Meter Tiefgang. Rohr 2, bewässern! Ja, ich will den nur mal richtig einstellen. Wir sagen 7,5. Das kann höher. Dann können wir wieder rausnehmen. Danke, war nur ein Test. Das Gute hat nämlich das gute Schiff 7211 Bruttoregistertonnen. Da vorne brennen sie noch. Oh, wie schön die brennen. Und die wollen immer noch nicht vom Bord gehen. Na, lange macht die nicht mehr. Können auch versuchen, mal einen Eimer Wasser reinzukippen oder so. Gucken wir uns das Ganze noch an. Wir müssen eh noch ein bisschen Fahrt aufnehmen. Könnten jetzt eigentlich stoppen. Kavation wird gleich aufhören. Jetzt haben wir nur noch die Besatzung. Angriffsperiskop und den Rumpf.
Ja, die werden richtig schön ausbrennen hier. Rohr 2, bewässern. Das sind nämlich nur noch 200 Meter. Rohr 2 fertig. Gehen zu etwas auf Backbord, schmeiß mal halbe Fahrt an und versuchen etwas Abstand zu gewinnen. Entkommen können sie eigentlich nicht, aber wir sind so nah dran. Wir brauchen 300 Meter mindestens. Versuchen wir mal ein bisschen nach hier hin zu fahren. So, dürfte das eigentlich passen. Legen Sie den Kurs an. Ah, sieht gut aus. Ja, 260 Meter. Fernung sollte gleich größer werden. Dann können die auch mal dran glauben. 42 Grad. Hm. Meter. 150, ey, das soll mehr werden, nicht weniger. 100% haben wir. Die fahren mit 5 Knoten. 270. Winkel wird besser. Fahren mit 7 Knoten. Ja, komm schon. So bringt uns das nicht. 280. Immer mit 44 Knoten, High Speed. Rohr 2, fertig. 270. Ah, die drehen gerade nach Backbord, ne? Ah, die mit ihrem Zickzack-Kurs. Ne? Er bringt euch nichts. Ihr seid viel zu lahm für sowas. Er bringt nur auf Entfernung was. Die cruisen ja immer rum. Ein fahrender Flammenball hier auf dem Meer. Auch irgendwie witzig. 280. 290. Ja, sie sind weg. Dann haben wir schon einiges versenkt. Lady Drake, die River Claws, die Isles, die V-Class. Und die Schau. Komm, 310 muss drin sein. Komm, komm. Ihr wart nur drauf. Müssten doch jetzt 310 Meter sein, oder was? Und 10 Meter noch. Jetzt mach doch mal. 1 Grad. Die drehen ab nach Steuerbord. 330. Raus damit. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Und jetzt die AB hier. 20 Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Komm, kleiner Aal, vollführe dein Wunderwerk der Technik. Oh, mach sie dem Erdboden gleich. Jetzt ist er. Bam! Naja, es reicht, um die außer Gefecht zu setzen. Das kleine Flämmchen da vorne zählt wohl nicht so sehr. Wir sehen absolut keine Beschädigung an dem Boot. Was ist da los, Spiel? Die werden gleich in Panik vom Bord springen, und zwar genau jetzt. Und schaffen wir es sogar? Nee. Ich glaube, die bleiben genau in diesem kleinen Zipfel hängen, so wie immer. Ruder neu gerad, Geschwindigkeit 7 Knoten. Oh. Grüne, hey, grüne ist weg. Vielleicht haben wir Glück und die laufen voll. Und wir müssen da nicht noch nacharbeiten.
Ansonsten machen wir mal einen Punkt dahin. Ich muss mich mal eben offline. Ja, genau, offline. Ey. Muss mich mal eben räuspern, das wollte ich sagen. Oh, habt ihr nichts von mir gekriegt? Was sagt die AB? AB sagt. 800 Meter. Mach mal mit Magnetzünder. 1810 und. Raus mit dem Ohr. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Das ist wunderschön, dass du mir das sagst. Oder er uns. 30 Sekunden. Toll gemacht, Knudi. Wir sind stolz auf dich. So verdient man sich gute Nudelsterne. Er freut sich, die Führer. 10 Sekunden des bis BDUs. Der andere Führer ist mir egal. Ja, und sie brennen. Nice. Die sind Feuer und Flamme. Und auch hier sehen wir absolut keine Beschädigung. Der ganze Trott müsste weg sein. Oh, die versuchen noch ein bisschen hin und her zu rudern. Da. Ja, Leute, ist gewesen, ne? Ihr braucht nicht mehr an eure Kanonen stehen. Das war's mit der Angst und Bange. Da haben wir noch eine Korvette der Riverclaws. Die so langsam auf uns zuhellen und das Schöne ist, alles andere ist eher außer Reichweite. Die guten Franzosen, die auf einmal Kriegsschiffe besitzen und nicht mehr mit uns mitspielen wollen, sondern gegen uns spielen wollen. Yippidoo! Ja, für euch haben wir auch ein schönes Geschenk an Bord. Was hat den Kollegen hier? Brauchst aber nicht auf 7,5 Meter. Dann machen wir mit 3 Meter. Komm, mach mal einen Magnetzünder. Wir schicken den Kollegen los. Gehen auf Maschinenstopp. Und beobachten unseren Ohr. Es gibt wohl auch eine Mod, habe ich gesehen, dass die Hydrofone hier vorne richtig funktionieren. Dann bekommen die 2 Stück so, dass der hintere Bereich quasi wie bei unserem Hydrofon der tote Winkel ist. Weil das kann eigentlich nicht angehen, dass der auf einmal uns anpeilt, obwohl wir hinter denen sind. Und das ergibt keinen Sinn. Weil der hat ja im Moment so ein 360-Hydrofon am Start. Er hat sein Ziel gefunden. Und ist auf dem Weg hinterher. Ist zwar ein wunderschöner Teil. Aber für uns ist im Moment genauso tödlich wie für die anderen. Und. Ah, sie brennen! Eventuell breitet sich das Feuer noch etwas nach vorne aus. Aber eigentlich wäre cool, wenn die Seeminen und sowas dann auch noch explodieren würden. Wie die Wasserbomben. Weil die alle brennen. Ja, das Feuer breitet sich wunderschön aus hier. Oh, ein toller Anblick. Herrlich anzusehen. Und sowas um 23.14 Uhr mitten in der Nacht. Tja. Was sehen wir da raus? Franzosen sind nicht fürs Meer gemacht. Wir geben Vollgas. Jemand darf gerne den Snorchel auspacken. Dann machen wir wieder elektrisch. Und wir fahren den guten Leuten hier hinterher. Das habe ich mir gedacht, die sinken nicht. Wollen einfach noch nicht untergehen. Ah, ihr habt jetzt Schnorchel mal direkt ausgepackt. So, lobe ich mir das. Schmeiß mal Elektrokompressor an, du. Geh auf diese Motoren. Und nochmal halbe vor.
Auch lauter könnten wir eigentlich fast nicht sein unter Wasser. Und wir haben eigentlich gesehen, dass er genau in das Ruder reingefahren ist, der T5. Da dürfte nichts mehr stehen. Die dürften völlig manövrierunfähig sein. Und die haben wahrscheinlich auch noch das Glück, dass das Wasser auch noch das Feuer löscht. Ne? Ja, daran haben sie gedacht, ne? Ja. Schade. Also das ist echt ein Ding. Das finde ich geht einfach gar nicht. Kann wohl sein, dass sie jetzt einfach nicht mehr navigieren können, aber... Bitte, liebes Entwicklerteam, warum ist es denn nicht möglich, wie bei Silent Hunter wirklich so ein Schadensmodell da einzufügen? Das ganze Heck wäre weg. Vor allem, dass die Wasserbomben noch mit explodieren müssen. Ja, schmeiß dein komisches Gelöt da, Kollege. Wer soll uns denn überhaupt hören? Ist hier überhaupt noch einer? Die fahren nämlich aber nur noch geradeaus. Da ist noch einer. Auch wieder Korvette der River Class. Und sie haben uns. Herr Kaloy? Herr Weber. Bitte einmal DOS. Schön. Echt jetzt, Lorenz, musst du da im Weg stehen? Dein Ernst? Tageszeit, minus 60. Nein, ja, wir haben die Spur schon wieder verloren. Selbst wenn sie wollten, würden sie uns nicht kriegen. Torpedo aus, Torpedo ausrichten. Herr Knodi, müssen Sie nicht irgendwie einen Arm einschrubben oder so? Ein bisschen einfetten mit einem Bächchen. Weiß nicht, Mensch, hat man so. Elfenbeinöl. Keine Ahnung. Babyrobbenöl ist uns nicht extravagant genug. Kurs auf diese Koordinaten. Torpedo, wir können die auch schon mal ein bisschen wieder anvisieren. Wir werden uns dazwischen mogeln. Bestätigt. Und dann werden wir den links und rechts eine geben. Ich muss mich ausruhen. Nein, du musst einen Kaffee trinken. Lass nicht aufruhen. Jawohl. Nein, du trinkst Kaffee. Schöner, eiskalter Kaffee, Junge. Wochenalter Kaffee, Junge. Noch jemand, der hier rummeckern ist? Nein. Machen Sie es so. Oh. Einen Moment, Leute.
Torpedo ausrichten. Rohr 2, bewässern. Rohr 2 fertig. So, Leute, war wichtig, ich wollte die Aufnahme jetzt nicht extra pausieren, weil wir gerade eh nur hinter dem Schiff hinterherfahren. Ich spoo mal ein bisschen vor hier, dass wir die mal einholen oder was. Die fahren aber mit 13 Knoten, die geben gerade richtig Gas. Wir sind mit 14 Knoten etwas schneller unterwegs. Ah, das sieht doch wunderbar aus von dem Winkel. Ein bisschen niedriger. Links, rechts, rechts. Und euer Ferrari. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Du Kollege auch. Ach, das sind alles Zaunkönige. Mist. Rohr 4, bewässern. 10 Sekunden bis Einschlag. Schicken wir den trotzdem los. Rohr 4 fertig. Los! Ja, Maschinenstopp. Und wir wollen den Augenblick nicht verpassen. Ich glaube, der ist richtig eingestellt. Nein, von der Höhe her passt das eigentlich nicht. Egal. Schwere Schäden am Rumpf. Haha. Da haben sie ein kleines Barbecue-Feuer entzündet. Das hier ist nämlich nur ein Frachter, ne? Der hat keine Bewaffnung an Bord. Die anderen Kollegen sind da hinten irgendwo, das heißt für uns aber, wenn die hier gleich mal vom Bord springen, können wir auftauchen. Gehen wir auch langsam vor. Was macht der Kollege hier? 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. Und. 30 Sekunden. Bam. Auf diesen Feuer und Flamme. Ja, schrub mal. Da ist noch ein Fleck. Hier. Yeah. Nee. Und ihr wollt noch nicht vom Bord oder was? Nee. Jetzt. Ah, super. Unser Signal. Auftauchen. Snorcheln einknappen. Schmeiß mal die Lenzbombe an. Und
dann werden wir da gleich aufsteigen. Schön. Hier soll den Schnorchel reinklappen. Mensch. Und Maschinen Stop. Hier Öde. Black. Hier Hofmann. 8-8er. Sofort. Öde, wie sieht das aus? Jetzt mal den Leiter hochgeklickt. Sie sinken. Ja. Und die sind weg. Cool. Herr Kaloy? Hier, wie sehen das Ding an? Und Öde, gib Feuer frei. Nachdem wir denen gesagt haben. Mach sie fertig. Ah, ich liebe diesen Sound. Ein wunderbares Symphonieorchester der Zerstörung. Wenn wir noch Munition hätten, warum wechselt ihr die Munition nicht automatisch? Oh, da feuern sie da hinten. Gib ihm einen mit. Immer mitten drauf, Öde. Oh, singt ihr jetzt auch mal ganz bitte. Oh, wir fahren auf den Bogen. Ja, mach leer das Magazin. Und empty, wir tauchen. Schneller, schneller! Wir gehen auf halbe Fahrt, wir gehen auf 100 Meter. 100 Meter. Kapitän? Und wie war wir nochmal eine von den schwarzen Pillen los hier? Komm, schmeiß raus das Ding. Denke ich. Auftauchen haben wir noch genug Druckluftreserven. 1,2 Kubikmeter ist in Ordnung. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. Und jemand telefoniert mal wieder nach Hause, weil sie uns eh gefunden haben. Das spielt dann auch keine Rolle mehr. Wechseln auf E-Motor. 26.150 Geld gibt das. Warum bist du so unscharf? Das ist ja schon immer, meine Matrosen 30. nicht wirklich sexy sind, aber so unscharf. Mein Gott. Wow. Muss man sich ja richtig Mühe geben. Na, wir sind unter Wasser. Sind unter Wasser nicht möglich. Doch. Hoffmann schafft das. Der sendet auch unter Wasser. Auch immer er das schafft, er macht das einfach. So, dann lassen wir den Guten mal zu Ende senden. Nicht, dass er irgendwelche Komplikationen mit dem Safe Game gibt oder so. Da bin ich mir nicht so sicher. Genießen wir die Stille unter Wasser. Denn die Verfolger haben die Spur schon verloren. Und wir werden umdrehen. Legen Sie den Kurs an. Ein Backboard. Da sehen wir es auch. Ein Backboard. Wir gehen noch tiefer. Rohr 4 geladen. Super. 100. Herr Kaloy? Haben wir noch Torpedos? Wow, wir haben noch zwei T1 und zwei T5. Wow. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. So, wir drehen einmal und werde dem Feind gleich entgegenfahren. Legen Sie den Kurs an. Da sind sie nämlich auf dem Weg. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Das Beste, was man machen kann, dem Feind entgegenfahren. Denn so schneller hat man es hinter sich. Die werden nämlich hier drauf zuströmen.
wir sagen unseren Leuten bitte, danke und seid jetzt mal mucksmäuschen still. Wir gehen auf kleines Schleichfahrt. Und lassen die zu uns kommen. Die drehen nämlich schon ab. Ein wenig. Und wir sind hinter denen. Ihre Mannschaft ist überlastet und gestresst. Oh, die Armen. Gejagt werden. Alarm und aktuelle Tiefe. Das tut mir aber leid. Nein. Ihr habt alle dafür unterschrieben, hier an Bord sein zu dürfen. Hört auf rumzumeckern. Und die Folge ist leider vorbei, Leute. Ah! So ist das leider immer. Alles hat ein Ende. Aber ich bedanke mich ganz herzlich. Auch bei allen neuen Abonnenten. Mal rein die Liken abonnieren. Kommentieren. Ich habe zweimal abonnieren gesagt. Ach ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Rest Sonntag. Und ein Rest Wochenende. Und dann sage ich, bis dann noch.